macht so ein tolles Dekolleté. Weil wir waren auch in der das war ins Gesicht. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht im letzten Video gesehen habt, gibt es heute ein Haul. Falls ihr dieses Video von letzter Woche, den Vlog, noch nicht gesehen habt, dann klickt doch mal unten in die Infobox oder hier oben in der Infokarte, denn irgendwie hat das kaum jemand gesehen. Klickt auf jeden Fall auf die Benachrichtigungsglocke, auf immer benachrichtigen, weil ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch bei mir angekommen, dass YouTube das so macht, dass es einfach meine Videos nicht mehr anzeigt. Ich habe heute einen kleinen Mini-Try-On-Haul für euch. Und zwar waren wir im letzten Video im Chemnitz Center und da haben wir ein bisschen geshoppt. Und da habe ich ja gesagt, ich mache ein Haul für euch und genau, los geht's. Zuerst waren wir ja nicht im Chemnitz Center, sondern im Nefepark. Und da war ja jetzt nicht besonders viel los, aber da war ein Ikea und da waren wir drin. Und da habe ich mir eine kleine Sache geholt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es gekostet hat. Ich glaube pro Stück 1,99 oder 2,99. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber jedenfalls habe ich mir solche Becher, Halter, irgendwas geholt. So ganz typisch, da tun ja immer alle ihre Schminkpinsel rein und so. Genau, also die fand ich ganz schön, deswegen habe ich die mal mitgenommen. Dann waren wir im Chemnitz Center. Und zwar haben wir da ein paar Läden abgegrast. Und das allererste habe ich mir geholt im DM. Und zwar habe ich im letzten Video ja auch gesagt, dass ich unbedingt einen neuen Wimpernkleber brauche, beziehungsweise meinen alten wieder haben will, weil der voll gut war. Und da habe ich mir wieder den Wimpernkleber von Fingers geholt. Der hat 2,95 € gekostet. Als nächstes dachte ich mir, das könnte ich doch mal gebrauchen, habe ich mir von Evelyn solche Augenbrauenformer gekauft. Die haben auch 2,95 € gekostet. Ich dachte mir, ich kann das mal ausprobieren. Ich habe sie noch nicht benutzt, weil ich die für den Haul jetzt erstmal eingepackt gelassen habe. Aber also ich zupfe meine Augenbrauen ja, aber trotzdem, mein Gesicht ist so behaart mit flauen Härchen. Das ist richtig nervig. Ich hatte ja mal das Video gemacht, Mixed Make-up Challenge, wo ich dann, glaube ich, Mascara für die Augenbrauen genommen habe. Ich war mir nicht mehr sicher. Jedenfalls habe ich dann gesehen, dass hier auf der ganzen Stirn super viele kleine Härchen mit angemalt wurden. Und das merke ich dann aber auch immer bei Make-up-Close-ups, wenn ich solche Fotos schießen will, dass ich immer hier auf diesen Bildern, das sieht man dann richtig, überall kleine Härchen habe und das sieht einfach nicht schön aus. Und das kann man ja, denke ich, dann auch überall sonst im Gesicht benutzen, wo so Pflaumenhärchen sind, wo man die nicht haben will. Von daher fand ich das ganz praktisch. Und dann habe ich mir noch etwas von Balea geholt, das habe ich schon benutzt und es riecht so gut. Ich habe mir ein Rasiergel geholt mit Pfirsichgeruch und das riecht einfach so gut nach Pfirsich und irgendwie Kaugummi oder so, keine Ahnung, ist eine Limited Edition, hat 1,15 € gekostet. Richtig toll. So, das war's auch schon vom DM. Jetzt waren wir als nächstes, glaube ich, im New Yorker. New Yorker war früher voll mein Laden, aber mittlerweile finde ich da jetzt nicht mehr ganz so viel, was mir gefällt. Ich glaube aber, ich habe mir zwei Sachen da geholt. Einmal habe ich mir dieses Top hier geholt. Das ist wie so eine Art Lace-Top, wirklich hier so ganz dünne Spaghetti-Träger. Hier unten alles aus Spitze, das einzige, was so mit Stoff ein bisschen verdeckt ist, sind die Booties. Und genau, das ist von Amiso in der Größe M. Und ich fand das total schön. Ich hatte da ein BH an und da sah das gar nicht gut aus. Dann habe ich den BH ausgezogen und es anprobiert und dann sah es richtig toll aus. Ich denke, das ist gut, wenn man das unter so eher luftigere Blusen drunter zieht, wo man halt auch hier so ein bisschen was von sieht. Oder, keine Ahnung, am Strand oder am See, im Freibad, keine Ahnung. Auf Arbeit oder in der Stadt würde ich es jetzt nicht unbedingt so anziehen, aber mit irgendwas drüber auf jeden Fall. Und das hat ursprünglich 10 € gekostet. Okay. Ich glaube, für so ein Stück Spitzenstoff würde ich jetzt nicht 9,95 € ausgeben. Aber ich habe es reduziert, 2,95 € bekommen. Ich glaube, für mehr Geld hätte ich mir das auch nicht geholt. Ich bin halt ziemlich verwöhnt, was Schnäppchen angeht. Ich gehe eigentlich immer nur auf Sale. Es ist ganz selten, dass ich mir wirklich im Leben mal was kaufe, was nicht im Sale ist. Da gibt es jetzt hier auch, glaube ich, nur drei Sachen,
die ich ausnahmsweise manchmal sehr geholt habe. Dann bei New Yorker habe ich mir noch was Zweites geholt. Ich dachte, ich hole mir mal so einen Basic Top, weil ich davon eigentlich nur ein schwarzes und ein weißes habe. Ja, da habe ich das hier gefunden. Da fand ich die Farbe auch total cool. Das ist irgendwie so ein grün-gelb, neongelb, limonengelb, irgendwas. Und ich fand es total cool. Das kann man auch total gut kombinieren. Und ich fand es spannend mit meiner Haarfarbe zusammen irgendwie, weil das so einen Touch grün hat, aber irgendwie doch gelb. Und das hat original 2,95 € gekostet. Dann waren wir bei H&M und da habe ich dann an der Kasse die süßesten Socken überhaupt gesehen. Ich hatte ja mal Einhornsocken, welche davon habe ich jetzt gerade auch noch an. Aber die gehen mir gerade mittlerweile irgendwie alle kaputt. Aber jetzt habe ich mir Meerjungfrauensocken geholt. Und zwar sieht ein paar so aus und es glitzert einfach sogar. Das ist so geil. Ein anderes Paar ist mit Seepferdchen und das Paar in der Mitte ist, glaube ich, komplett weiß. Und gekostet haben die 4,95 €. Genau, dann habe ich mir auch so einen Sommertop geholt. Das kann man super mit diesem gelben Basic Top kombinieren. Das ist aus der Divided Abteilung. Und zwar ist das so ein bauchfreies Top, hat einen ganz schönen Ausschnitt. Ist halt so Kimono-mäßig irgendwie, auch mit Blumen. Und ich liebe das. Das ist so schön. Das macht so ein tolles Dekolleté. Und am Rücken ist es auch total schön ausgeschnitten. Gerade hier oben das finde ich super toll. Und dann halt diese Schleife hier unten. Auch total schön für heiße Tage im Sommer. Und das hat 12,99 € gekostet. Und dann habe ich mir bei H&M noch was geholt. Und zwar einen Jumpsuit. Ich liebe ja Jumpsuits. Und da habe ich mir diesen hier geholt. Der ist mit so kleinen Margareten drauf und ein bisschen gepunktet, total süß. Hat auch einen mega krassen Ausschnitt, der hier leider auch nicht zusammengenäht ist. Ich hatte das auf Arbeit an ein paar Tage und ich musste wirklich immer gucken, dass ich diesen Ausschnitt wieder zuziehe. Weil gerade auch, wenn man sich irgendwie mal bückt oder so, sieht man, also den BH ist ja logisch, also. Und auch weil es nicht zusammengenäht ist, sieht man halt ein Körbchen immer so komplett und deswegen muss man da mega aufpassen. Und hat hinten auch einen weiten Rückenausschnitt mit Schleife. Der hat 14,99 € gekostet. Und dann wollte ich euch auch unbedingt noch was zeigen, weil wir waren auch in einer Parfümerie und haben ein bisschen geschaut, weil ich habe mich für einen Duft interessiert, den ich mal bei einer Freundin aus meiner Berufsschulklasse gerochen habe und ich dachte mir beim ersten Mal so, boah, geil. Ja, dann war ich in diese Parfümerie, habe mir das draufsprühen lassen und habe mich den Tag dann dran gewöhnt und fand den dann irgendwie immer geiler und habe dann mal auf Kleiderkreisel geguckt. Die 60ml Version würde im Laden 95 € kosten. Ich habe es auf Kleiderkreisel original verpackt und benutzt für 60 € bekommen, inklusive Versand. Also 35 € quasi gespart. Und dieser Duft ist Alien. Und ich liebe diesen Duft, wirklich. Das ist jetzt mein zweites Parfüm, was ich mir jemals gekauft habe. Also nicht diese Eau de Toilette aus Rossmann und so, sondern ein richtiges Parfüm. Mein erstes war ja das von Yves Saint Laurent, das Floral Shock Black Opium. Und jetzt ist es Alien geworden. Das waren eigentlich alle Dinge, die ich euch zeigen wollte. Dann lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da. Und was ich euch noch sagen wollte, was ja im vorletzten Video auch das Thema war, bei The Next Makeup Artist, wo ich in die Top 500 gekommen bin, ist ja mittlerweile das Voting schon online. Ich würde mich mega, mega freuen, wenn ihr für mich voten könntet. Und ich will ja ehrlich in die nächste Runde kommen und einige, ja, sind halt nicht so ehrlich. Da es ja leider wirklich nur um Votes geht jetzt in dieser Runde und um Likes und Follower. Und ich ja jetzt nicht so viele wie manche andere haben, bin ich auf jeden Vote angewiesen. Also würde ich euch wirklich bitten, dass ihr auch den Link in der Infobox bzw. in den Kommentaren klickt und für mich votet. Ihr könnt täglich voten, jeden Tag könnt ihr einmal voten. Und es wäre mir super wichtig, dass ihr das macht, dass ich vielleicht noch bis Anfang Mai irgendwie auf einen der ersten 50 Plätze komme. Zurzeit bin ich, glaube ich, auf Platz 254. Bin heute allein aber schon 10 Plätze vorgerutscht. Ja. Und wenn wir alle zusammen jeden Tag für mich voten, schaffe ich es vielleicht in die nächste Runde.
Das wollte ich nochmal gesagt haben. Okay, dann würde es mich wirklich mega freuen, wenn ihr euch vielleicht irgendwie den Link abspeichert. Ihr findet den auch immer in meiner Infobox. Und auf Instagram findet ihr den Link auf jeden Fall immer in meiner Bio. Ja, außer wenn ich gerade ein neues Video hochgeladen habe, dann ist der Link von dem Video immer so 2 Tage drin. Und dann ist sofort wieder der Link von The Next Makeup Artist drin, wo ihr für mich voten könnt. Da könnt ihr auch ganz einfach jeden Tag draufklicken und voten. Wäre ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, wenn ihr das machen könntet. Genau, dann auf jeden Fall Daumen nach oben bei diesem Video. Kommentiert, wie ihr die Klamotten findet und kommentiert, ob ihr bei Makeup Factory The Next Makeup Artist für mich voten werdet oder schon gewotet habt oder ob ihr vielleicht sogar jeden Tag votet. Würde mich wirklich sehr interessieren, wer mich alles so unterstützt. Und genau, dann würde ich sagen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, diesen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und auf immer Benachrichtigungen stellen, dass ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Geht ja auch um die Next Face Awards, wo ich dann weiterfahren werde, ob ich in die Top 20 komme. Wo ich die Hoffnung nicht aufgebe. Ich drücke mir und auch vielen anderen Kandidaten, die mitgemacht haben, jetzt sich beworben haben, die Daumen. Es sind wirklich mega ultra gute Looks dabei. Also da denke ich mir manchmal so, habe ich da überhaupt noch eine Chance? Aber ich hoffe es. Und genau, dann bis nächste Woche Sonntag. Bis dahin, bye. Euch eine schöne Zeit und votet für mich. Ciao!